Den spreng ich aus seinem scheiß Latschen, ne? Ich muss jetzt nochmal kurz überlegen. Der hat nichts. Macht's halt ein bisschen problematisch gerade. Ist schon auf beide Minen getreten? Ja, ne? Oh ja. Guck mal, da hat er doch. Ich wünschte, Simi könnte das jetzt sehen, weil der hatte nämlich da gesagt, hier auf den Generator da schießen. Aber das hat die ja nie gestoppt. Also das hat die ja nie getötet. Ich dachte ich zumindest. Aber es tötet sie wirklich. Es tötet sie halt wirklich. Man muss halt nur mehrmals treffen. Die sind halt immer nur stehen geblieben. Dann sind sie wieder aufgestanden, stehen geblieben, wieder aufgestanden. Ich dachte, das bringt nichts, aber es bringt was. Ist das 5 auf Max? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen konnte. Kamera. Was ich auch jedes Mal neu habe in Resident Evil, also die Mausempfindlichkeit ist aber sowas von schrecklich. Ich glaube, man kann das. Konnte man das einstellen? Ich nicht. Bildrate. Ich glaube, man konnte das gar nicht einstellen. Haben sie doch gesagt, dass es, glaube ich, in Resident Evil total beschissen war. Ja. Hey, was mit deinem Soundboard? Wollte dir gerade ein GG aber mal anders zu senden? Wie gesagt, im Dingens, Story-Modus ist Soundboard offline. Weil da sollen die Leute sich auf das Gameplay konzentrieren. Oder ich mich hauptsächlich auch. Und da sollen die Überblendungen halt, die ganzen Sounds, das nicht stören. Wahrscheinlich schon für manche störend, dass ich hier das als Twitch-Aufnahme mitmache. Aber jetzt gehen wir mal dahin, wo wir hin wollten. So, Moment mal. Ja doch. So, hier habe ich wohl noch was übersehen. Hier ist alles blau, aber hier muss noch irgendwas. Die halt nur ungefähr einen Meter weit, ne? Ich weiß, dass hier noch einer rumgestelzt ist, aber ey. Augenscheinlich liegt hier noch irgendwas rum. Aber wo? Der Raum ist auch schon wieder clear. Also irgendwo hier oben. In diesem Bereich muss noch irgendwas rumliegen. Schwarzer Smaragd wahrscheinlich im Dunkeln versteckt, wa? Und wenn ich hier runtergehe, ist auch schon wieder eine neue Ebene. Wird mich doch veräppeln. Was soll denn hier oben? Wo soll ich denn hier oben irgendwas sehen? Ach, wegen deiner YouTube-Uploads hast du das deaktiviert. Ja, 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 ja. Also wegen. Also hier hauptsächlich wegen dem. Genau, wegen dem Story-Gameplay. Was ist denn hier noch? Warum? Chat. Irgendwo ist hier noch was. Also hier muss noch irgendwas rumliegen. Aber ich wüsste jetzt nicht wo. Und ich habe auch keinen Bock hier ewig zu suchen. Der Klassiker wäre wirklich, dass hier irgendwas an der Decke hängt. Kann man das Fass zerstören? Ich denke mal nicht. Nee.
RA. Guter Rat teuer, würde ich sagen. Fabia, Hallöchen, schönen guten Abend. Ja, es gibt mal wieder Resident Evil und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warte, das ist schon UG4. Dann war noch ein UG3. Wo ich gesagt, UG4 ist noch auch noch was offen, ne? Da komme ich hier runter. Das ist natürlich genau die falsche Richtung. Ich müsste hier hinten irgendwo raus. Warte mal, ich glaube, da muss ich hier lang. Bro, wo hast denn du dein Leuchtsteckerchen? Hinten, ne? Wie soll ich denn den hier wegmachen? Also der schützt eigentlich den Bereich, wo das sein sollte, aber da ist keins. Schieß ich dir halt so in die Fresse. Halt wirklich blöd angebracht, Kollege, so. Also entweder das ist eine Weiterentwicklung. So. Das Ding ist, ich brauche die Objekte, die droppen, weil das bringt Geld. Und das nicht zu knapp. Also klar, man könnte jetzt damit argumentieren, aber die Munition, die ist auch teuer, das ist richtig. Aber hauptsächlich brauche ich die Kohle, um die Waffen weiter auszubauen. Ich habe halt einen richtigen Shopping Queen gemacht. Ich habe nämlich... Guck mal hier. Ich habe nämlich meine ganzen Waffen geupgradet. Also ich habe quasi neue Waffen gekauft. Nicht mal geupgradet, sondern neue Waffen eingekauft, die alten verkauft. Und das war, man kennt das, ist immer so ein Minusgeschäft. Ich weiß, dass hier unten noch einer rumläuft. Guter Rat ist teuer, aber kommt Zeit, kommt Rat. Murat 27 Fahrradverkäufer. Ja. Rad mit D und T, das ist schon wichtig, wie man das schreibt, das ist richtig. Was ist mit dem Generator in dem Raum, wo du den komischen Edward mit den Scherenhänden erlegt hast? Dass da noch was drinnen liegt, meinst du? Ein Dreier zu schieben kann ganz schön schwer werden. Kevin 19 hat vergessen zu tanken. Gut, sind wir jetzt auf dem Niveau gerade angekommen, dass wir schlechte Jokes jetzt in den Chat schreiben? Okay. Ich werde die mir mal alle aufschreiben. Meine Freundin, die freut sich mal über so einen schlechten Jokes. Dead-Jokes sind auch ganz hoch im Kurs. Ich glaube aber, ich habe... Es war nur der, ne? Der hier unten rumgelaufen ist. Ich höre die ganze Zeit hier irgendwas Metallendes. Also abgesehen von dem riesigen Metall... Geräuschen von den Maschinen? Ah. Vielleicht gilt der ganze Raum als ein Komplex. Dann gucken wir mal hier hinten noch, ob wir noch was finden. Ah, da guck mal, sehe ich doch schon. Der hat das Herz am rechten Fleck. Und da kommt auch noch der zweite. Er nimmt halt auch den scheiß Bohrer nicht runter. Moment kurz, muss nachladen. Halt, stopp. Halt, stopp. Wohin? Are you a wizard? Ich hoffe, der Schaden hat sich wenigstens gespeichert. Ich könnte ihm natürlich auch mit der Scharfschützenmunition auf die Brust
daddeln, dann wären es wahrscheinlich ein oder zwei Treffer bloß. Aber die brauche ich halt auch für andere Gegner. Und ich weiß, irgendwo in dem, irgendeinem Abschnitt hier waren zwei unterwegs. Und dieses Geräusch da, was ihr da gerade hört. Das könnte einer sein. Eine Handbewegung und die Bitches fangen an zu blasen. Power 37 Dirigent. Wow. Scheiße. Wenn man das out of context betrachtet. Da ist er doch. Ich kann nicht durch den Fuß. Ich kann nicht durch das Metallgitter schießen. Ach. Mach doch mal nicht diesen. Hätte ich mal mein Süßer. Ja, nee, du solltest dich nur umdrehen. Findet bestimmt auch direkt den Weg hier hoch, ne? Ganz schlauer wieder. Sollen wir mal probieren? Nee, ich hab so wenig Munition, ne? Ich habe wirklich wenig Munition. Nimmt er den Arm da hoch. Hallo? Nein! Shotgun. Easy, ne? Stört ihn halt nicht, sagt er. Ein Shotgun-Schuss mitten auf den Reaktorkern ist halt einfach auch nicht schlimm. Dieser Moment, wenn du ein paar Lines ziehst und die Bitches gar nicht mehr wissen, was abgeht. Thorsten 43, Mathelehrer. Den fand ich gut. Oh nein, hier steht irgendwas. Aufnahme geht irgendwie nicht. Moment mal. Doch, doch. Hat er? Ich traue mich nicht zu minimieren. Ich hoffe jetzt, dass das geht. Wirklich. Gleich mal zweimal. Ja, hier. Da kam gerade eine Fehlermeldung im OBS unten links, eine Hinweismeldung, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und die lautete, er kann irgendwie in das Verzeichnis. Also er hat irgendwie das Verzeichnis angegeben, aber ich konnte es nicht lesen, weil OBS so klein ist. Und ich habe Angst, dass er gesagt hat, ich kann es nicht schreiben. Aber offensichtlich schreibt er was. Was sagst du zum heutigen Gameplay-Trailer von Battlefield? Ich habe mir den nicht angeguckt. Ich habe mir auch den alten, also den Trailer davor nicht angesehen. I'm very sorry. Aber ich habe echt nicht geguckt, ne? Ich habe nur gehört, es gibt keinen Battle Royale Modus, kein Singleplayer und was war noch? Ja, sowas meine ich. Wer guckt denn da hin? Komme ich da mit dem Messer ran? Das ist einer der Gründe, warum Räume als rot gekennzeichnet werden. Das siehst du doch nicht. Und du siehst es halt auch nur blitzen, ne? Es macht keine Geräusche, es blinkt einfach nur. Und wenn das da irgendwo in der Ecke oben hängt, dann siehst du das nicht. Oh. Haben wir den Raum auch clear? Keine Ahnung, wo wir weitergehen müssen. Hier geht es offensichtlich nicht weiter. Also wie gesagt, ich habe mit Battlefield noch nicht so viel am Hut. Ich habe gehört, es soll irgendwie... Kannst du fliegen? Also mit so einem Gleitanzügen. Es gibt wohl... Hunde, Mechs, welches, also no offense. War er besser als der animierte? Achso, ja, ich habe wie gesagt gar keinen geguckt, ne, also ich bin da völlig raus. Und ich werde mir Battlefield wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil die haben mich mit Battlefield 5 so verarscht. Haben irgendwelche Patches angekündigt, die nicht kamen? War ich hier noch nicht? Haben die übelsten Content-Upgrades versprochen, es kam halt einfach nichts. Und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, dann aber auch ohne mich. Bin immer noch nicht hier drüben gewesen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Also die Fabrik ist bisher das Schlimmste, ne? Also ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Jetzt muss ich mal irgendwie wieder zum Fahrstuhl finden.
Warte mal, ich musste irgendeine Treppe hochgehen. Dings? Das hier hoch? Nee. Eigentlich hier, ne? Hier? So, und dann hier, glaube ich, durch. Man darf sich ja auch nicht zu sicher fühlen, weil gereinigte Gebiete. Und dann auf einmal wieder sowas hier. An den komme ich doch wieder nicht ran. Ich weiß doch gar nicht, ob ich den von. Oh! Den sauber umrundet oder was? Meine Fresse. Sieht hier übrigens aus wie eine. Wie eine übelst gepimpte Sturmwaffe, ist aber eine Schrotflinte. War auch übelst gepimpt, aber ist eine Schrotflinte. Oh oh. Das könnte jetzt ein Problem werden. Das sind nämlich nur noch Blendgranaten. Hat ihn das gestört? Hat ihn schon gestört, ne? Aber das Hauptproblem ist, das ist wie, wie soll ich das jetzt vergleichen? Also, es juckt halt einfach nicht, ne? Jetzt irgendwie mal ein bisschen in die Shotgun investieren, dass ich mehr und schneller schießen kann. Ha! Aua! Aua! Das ist jetzt doof. Mal, kann ich ihn schocken? Umgefallt und liegen geblieben. So. Neue Battlefield wird sicher nice. Das Battlefield 5 war auch großartig, fand ich. Aber die haben halt einfach gesagt, ey, wir bringen noch Content. Und es kam keiner. Dann haben die ständig da rumgepatcht. Also ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt nicht der aktive Battlefield-Spieler gewesen. Ich habe übelst gerne Firestorm gezockt. Aber, also bevor wir jetzt irgendwas machen, speichern wir jetzt erstmal. Weil ich hatte es auch schon mal, dass beim Händler das Game gecrashed ist. Die haben Battlefield 5 halt so vernachlässigt und so die Leute verarscht. Und das normale Battlefield reizt mir irgendwie nicht mehr so. Capture the Flag ist halt nicht so meins, muss ich sagen. 5x kristalline Herzen. Guckt euch ja das mal an. 2 perfekte kristalline Herzen. 2. Also wir machen jetzt einfach mal kurz. Weiß ich natürlich nicht, warum. Das ist ein Schatz. Okay, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie kombinieren können. Aber das geben wir ihm jetzt auf jeden Fall erstmal. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist da. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Jetzt. Die kann ich doch kombinieren, oder? Die beiden. Was ist das dann eigentlich? Sieht aus wie ein Rasenmäher, könnte aber auch ein Hammer sein. Im Henker ist das. Oh, es ist Heisenbergs Hammer. Suchst du nach etwas? Das ist ein Hammer. Bestimmtem? Ich habe gerade aufgestockt. Die Cinematic Trailer von Anfang der Woche darf man nicht ernst nehmen, sondern ihn dazu marschen, die typischen Battlefield-Momente sehen. Und ja, der Trailer von heute sieht auf jeden Fall mehr nach Spiel BF3, BF4 aus. Also BF4 habe ich halt auch hart gesuchtet, aber da hatte ich halt auch noch Leute, mit denen ich zusammengespielt habe, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Dann war, also da habe ich zu dem Zeitpunkt auch nichts anderes gespielt außer Battlefield.